Hallo und herzlich willkommen zurück zu New World. Ja, ich stehe hier gerade am Wasser. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe nasse Stiefel und sehr, sehr gute Laune. Warum? Das sage ich euch jetzt direkt. Und zwar habe ich hier... Achso, ich zeige euch direkt erstmal, wo ich überhaupt bin. Teufelsbruch. Ich bin gerade am Überlegen, wie das Ganze hier jetzt heißt. Ich glaube, das hier heißt Teufelsbruch, dieser Teil. Wenn das nicht immer so im Weg stehen würde. Das heißt, da, wo wir normalerweise unsere Siedlung haben, hier oben in Immersfall, bin ich hier runtergegangen, komplett diesen ganzen Weg, bis zu diesem Stück hier unten am Wasser. Und genau da habe ich es endlich geschafft. Also ich habe sehr lange, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich habe sehr lange im tiefen Gewässer hinten geangelt und auch mal so mittelstark ausgeworfen alles. Aber ich habe letztendlich hier so in diesem Bereich immer mal mit kurzen Auswerfen, also wirklich im seichten Gewässer, es endlich geschafft, eine Muschel zu finden. Hier haben wir die Muschel. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches mache, gucke ich jetzt nochmal nach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die eigentlich zerlegen sollten. Fange eine Muschel im Salzwasser und zerlege sie, um Folgendes zu erhalten. Genau, Muschelköder. Dann zerlegen wir die jetzt. Ich bin gerade schon total aufgeregt irgendwie. Ja, ich habe die Muschelköder. Und eigentlich sollte sich das jetzt aktualisieren, aber irgendwie... Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Stehen die Sachen hier nicht so drauf, wie ich sie haben will. Ist aber nicht schlimm. Wir gucken nochmal eben ins Tagebuch. Ja, sprich mit Dallas Clemenson. Da müssen wir jetzt mal auf der Karte nachschauen, wo, ich schätze mal, es ist ein er, derjenige ist. Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier immer irgendwelche Sachen reinzumachen? Das ist nämlich die Quest, glaube ich, die ich gerade aktiv habe. Und Dallas finde ich gerade nicht. Sehr schön. Oder eben auch nicht. Gibt es hier mehrere? Sprich mit dem Fraktionsvertreter. Das ist eine dieser Sachen, die ich so liebe, weil man nämlich nicht weiß, wo man dann hingehen muss. Das ist eine... Die, ach, hier unten. Ach, du Schande. Ja, hier unten ist es. Okay, dieses Ziel anheften. Ich weiß nicht, warum das nicht angeheftet war. Eieiei. Ich meine, selbst von hier oben, von der Siedlung aus, ist das schon ein Riesenstück, was ich dann laufen muss. Aber da wir jetzt, wo sind wir denn jetzt, hier oben sind, muss ich hier ein noch größeres Stück runtergehen. Ich hoffe nur, dass ich hier durch dieses Gebiet durchkomme, ohne dass ich dabei direkt draufgehe, weil irgendwie überall nur diese, ja, diese Verderbnis ist. Also ich werde meinen Weg mal nach da unten bahnen, in der Hoffnung, ja, dass ich das überleben werde. Aber ich werde euch das Ganze ersparen und werde euch dann erst hinzuschalten, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Ja, und endlich hab ich dich gefunden. Hat Ruby dich dazu angestiftet? Warum denkt sie, dass ich die Hilfe brauche? Werde nicht übermütig, nur weil du ein paar Köder hast. Ja. Ich werde höchstens übermütig, weil ich gerade hier reingekommen bin. Ich bin Angelmeisterin Clemenson. Ich kann dir viel beibringen. Was kannst du mir beibringen? Gut zuhören. Hast du schon einmal eine Stelle im Wasser gesehen, die nach der perfekten Angelstelle aussah? Das sind Angelstellen. Versuche dort dein Glück. Danach bekommst du das hier. Was ist das? Eine Nachricht von Angelmeister Warwick. Du darfst diese Nachricht auf keinen Fall öffnen. Okay. Warum steht jetzt hier eigentlich, dass ich Stufe 20 haben sollte? Und ich soll jetzt einfach, ja, nach so einer Sammelstelle gucken. Also dieses Runde, denke ich mir mal, das sind diese Dinger hier. Ich weiß auch immer noch nicht, was das ist. Ob wir jetzt irgendwie Alien-Besuch haben oder so. Oder ob wir das später abbauen können. Keine Ahnung. Ich sehe aber ehrlich gesagt auch nichts, was jetzt wirklich nach einer perfekten
Angelstelle hier aussieht. Ich dachte, da springen jetzt irgendwie die Fische im Wasser rum oder sowas. Oder eventuell sie meint das, was wir schon mal gesehen haben, wo dieser Fisch, das hier, das ist eine gewöhnliche Angelstelle. Das kann natürlich auch sein, dass sie das damit meint. Jetzt muss ich ja selber erstmal gucken, wo ist denn jetzt das von dem hier? Angelstellenjagd. Fange Fische an Angelstellen. Ja, das ist ja jetzt nicht viel. Fange dreimal an Angelstellen für Meisterin. Ja gut, an einer angezeigten Angelstelle oder einfach nur so. Hier steht ja jetzt Angelstelle dran. Ich denke mal, dass sie wirklich so eine festgelegte Angelstelle meint. Das wird natürlich dann ein bisschen komplizierter. Ich schau mal eben. Ja, sie steht ja jetzt immer noch bei mir, ne? Oh nein, ich wollte nicht. Das heißt, ich müsste dann auf jeden Fall wieder nach hier zurückkommen. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil eigentlich, wobei das hier oben könnte eventuell so eine Angelstelle sein. Obwohl hier... Es könnte natürlich sein. Das schauen wir uns jetzt mal hier oben an, wo dieser Fisch war. Ah, das sieht auch so ein bisschen so aus. Es könnte sein, dass da die perfekten Angelstellen sind und dass das hier diese, diese Angelstellen halt sind. Also, wo man dann drauf gehen kann zum Angeln. Es kann aber auch einfach sein, dass das nur ein weiteres mieses Dorf ist, wo wir dann ständig angegriffen werden. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo so einen Fisch in der Umgebung finden kann und dann werde, das kannte ich noch nicht, so wollte ich es eigentlich machen, und dann werde ich euch gleich wieder hinzuschalten, wenn ich etwas gefunden habe. Bis gleich. So, ich habe wohl so eine Stelle erwischt, nehme ich an. Zumindest sieht es ganz danach aus. Oh, das war ein bisschen zu früh. Ja, ja, ja. Man sollte nicht gleichzeitig reden und angeln. Ich weiß, ich weiß. Also, das sind scheinbar diese besonderen Stellen. Jetzt habe ich natürlich vorher clevererweise nicht auf der Karte nachgeguckt, ob das diese Stellen sind, die dann auch mit diesem Fisch und diesem Plus markiert sind. Das müssen wir gleich mal machen. Ich hole den Fisch jetzt erstmal rein. Kleiner Zitteraal. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Ja, genau. Es sind diese Stellen, die so speziell markiert sind. Ja, wunderbar. Dann müssen wir... Ach, das sehe ich jetzt auch gerade hier oben. Dann müssen wir hier nur noch einen Fisch fangen. Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil ich nämlich nirgendwo, glaube ich, ein Lagerfeuer hingemacht habe. Oh, oh. Nein, komm, das ist nicht dein Ernst jetzt. Okay, aber scheinbar unterbricht er einen dann doch nicht, wenn man noch am Angeln ist. Gut, wir haben jetzt schon... Oh, wir haben jetzt schon genug geangelt. Aber ich angel jetzt noch mal ein bisschen weiter, weil ich bin nämlich Level 16 und der ist Level 19 und das ist nicht so schön, wenn der jetzt hier die ganze Zeit hängt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist oder ob das jetzt eventuell auch ein Bug ist. Keine Ahnung. Im Moment steht er noch neben mir und sagt relativ freundlich guten Tag. Zuckt so ein bisschen daher. Na gut, das Problem ist, wenn er mich jetzt umbringt, dann muss ich den ganzen Weg natürlich nochmal laufen. Damit wäre natürlich auch niemandem was getan. Also nichts Positives zumindest. Ich bin noch im Angelmodus drin. Was ist denn, wenn ich im Angelmodus drin bleibe und dann mich vorsichtig von dieser Stelle entferne? Oh, ja. Da war wieder die Sache mit dem gleichzeitig reden, ne? Wenn ich das so mache, wie sieht das dann mit dem Kerl aus? Verfolgt er mich dann? Ich will es nicht hoffen. Oh Gott. Jetzt gucke ich da hinten, ob das jetzt
einer von denen war oder ob das jetzt ein Spieler gewesen ist. Meine Stimme bleibt mir schon gleichzeitig weg und ich habe total vergessen zu drücken. Also irgendwie heute meint es dieses Spiel bzw. meinen Körper irgendwie nicht ganz so gut mit mir. Habe ich so das Gefühl. Ja, wir haben auf jeden Fall genug Fische geangelt. Das heißt, wir könnten eigentlich wieder zurück. Ach so, die Stelle ist scheinbar auch... jetzt wieder frei. Oh, fuck. Ich würde gerne irgendwie ins Wasser rein oder so. Ja, doch, er verfolgt mich aber. Hau ab. Penner. Ja, du Angsthase. Lauf. Okay, also. Ja, jetzt wird es natürlich etwas kompliziert. Ich bin nämlich jetzt hier rüber gekommen, obwohl da hinten ist seichtes Gewässer. Da kann ich vermutlich auch wieder zurückgehen. Och, und schon wieder haben wir hier was, was wir hier machen können. Das ist ja wunderbar. Aufbewahrungsstation, na, das sind natürlich jetzt alles nicht so toll, weil alles brauche ich erstmal nicht in diesem Gebiet. Nehmen wir erstmal das. So, beim Speer können wir auch noch einen Punkt reinmachen. Mut ist jetzt während des Angriffs aktiv. Das wäre gut, aber... was war das mit dem Mut? Ich weiß es nicht mal genau. Plus 25 Schaden gegen niedergeschlagene Gegner. Ja, das wäre schön, wenn das dann mal funktionieren würde mit dem Niederschlagen. Stellt Ausdauer bei kritischen Treffern wieder her. Das wäre natürlich nicht schlecht. Ein Drehangriff der Hunde. Ah, mit dem Speer ein Drehangriff. Das ist gut. Ah, würde ich mal sagen, dass ich da... Kann man das hier unten eigentlich tauschen? Oh ja. Das ist der Wurfspeer. Und das, was war das jetzt hier nochmal? Du fegst die Beine weg. Oh, das habe ich gar nicht gemacht, ehrlich gesagt. R und F. Das sind noch die Tasten, die ich noch benutzen kann. Okay. Ja, dann würde ich sagen, versuche ich mich mal irgendwie, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie hier hinzuschleichen und wieder rüber zu schleichen. Wobei der gar nicht mehr hier angezeigt wird, sich gerade. Das ist aber nicht der... Nee. Hä? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Was bei mir ja nichts Neues ist. In Königsfeld. Ach so. Und überbringe Anglermeister Marvik in Königsfels eine Nachricht. In Königsfels. Wo war das denn jetzt? War das nicht das Anfangsgebiet? Genau. Ah, hier. Ah, okay. Das heißt aber, ich muss wirklich nochmal einen riesen Weg bis nach da oben machen. Ich verstehe einfach nicht, dass man da nicht irgendwas machen kann, dass man da schneller hinreiten kann zumindest. Das ist wirklich abartig, was hier teilweise vor sich geht. Ja, vor allen Dingen das Gebiet. Jetzt weiß ich auch, warum das mit den 20 ist. Das hatte nämlich hier diese ganz schweren Gegner. Da muss ich mal gucken, wie ich mich da denn hinschleichen kann. Ja, ich würde sagen, ich versuche irgendwie mein Bestes, keine Ahnung, um da hinzukommen und... Wir sehen uns dann am Zielort wieder. Bis gleich. Und letztendlich haben wir ihn dann doch noch erreicht. Oh mein Gott. Eine Nachricht von Angelmeisterin Clemenceau? Leg sie bitte dort drüben hin. Nein, ich habe geradezu dreckige Finger, um sie anzufassen, aber danke. Sei gegrüßt. Ich bin Angelmeister Warwick. Was hast du da? Das sagtest du gerade. Ich habe etwas für dich. Das beste Training ist hartes, konzentriertes Tun. Du hast zwar Köder und ein paar magere Fische geangelt, aber ich möchte, dass du alles daran setzt, 15 Fische zu fangen. Ja.
Was soll ich mit dem ganzen Fisch? Angelmeisterin Purchell lässt sich leicht ablenken und vergisst gern zu essen. Bring ihr deine Fische. Sie wird sehr dankbar sein. Also, ich bin so überhaupt gar nicht begeistert, wie ihr euch jetzt schon vorstellen könnt. Weil, so wie ich die Perversion von Amazon kenne, soll man wieder komplett zu Fuß woanders hinlaufen. Ich sehe hier nur gerade gar nicht, wo. Ich kann es tatsächlich nicht sehen. Moment, ich muss erstmal das von mir rausmachen. Also hier unten ist nichts. Warum ist da eigentlich ein Zeltlager markiert, wenn ich hier noch ein Zeltlager gebaut hatte, hier oben? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen. Ja, macht den Mist doch mal weg, damit man hier mal gucken kann, Leute. Also, hier sehe ich überhaupt nichts, da sehe ich nichts. Hier oben glücklicherweise auch nicht. Das ist immer noch das eine. Komisch. Nein, ich sehe nicht, wo die Aufgabe sein soll. Übung macht den Meister. Im Erntemesserriff. Im Erntemesserriff. Aber keine Ahnung, wo das jetzt sein soll. Ach, hier unten. Och, Leute, macht mir das doch nicht immer da rein. Ja, also keine Ahnung wo, weil es wird jetzt hier nicht angezeigt. Wahrscheinlich, weil ich die Quest jetzt noch nicht vollständig habe. Aber so wie es aussieht, müssen wir dann hier unten rein. Dann verstehe ich zumindest, warum das Ganze für Level 26 dargestellt wurde. Ja, das ist ehrlich gesagt doch ziemlich nervig. Ich muss mal schauen, ob ich das Ganze jetzt noch dazu schneiden werde oder ob ich erstmal etwas anderes machen werde. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt aktuell erstmal wieder in den Gasthof zurückrufen und dann werden wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, also, ich habe mich dann doch dazu entschlossen, die Folge hier erstmal zu beenden, weil es doch, ja, ich denke mal, ich werde das nicht so einfach schaffen, weil im Tagebuch steht ja drin, dass ich Stufe 25 haben muss und das sind immerhin 8 Stufen über der Stufe, die ich mehr oder weniger gerade erst angefangen habe. Und ich meine, die 15 Fische zu fangen, das ist alles nicht das Problem, das kann ich alles machen. Aber ich denke, ich bin noch lange nicht so weit, dass ich mich hier in diesem Gebiet aufhalten kann. Und ich habe ja auch schon einige Male festgestellt, dass wenn man auch nur ein Level über den Gegnern ist, man trotzdem extremst hart zu kämpfen hat. Ja, das ist schon etwas sehr Negatives bei diesem Spiel. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, erstmal hier einen Cut zu machen. Und ja, ich muss dann mal schauen, was ich als nächstes mache. Wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich zwischenzeitlich erstmal ganz, 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 ganz viel grinden muss. Passt mir teilweise ein wenig in den Kram, weil ich sowieso meine Level erstmal alle noch einen guten Schub hochbringen möchte. Also hier diese Level unter Charakter und Fähigkeiten. Die möchte ich alle natürlich noch um einiges höher machen. Leider kann man hier nicht drauf gehen und gucken, was... Oder? Aufspürbar ab 200? Ich vermute mal, dass 200 wohl Max-Level ist bei den einzelnen Sachen.
Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Also bis vor kurzem konnte man hier noch gar nicht draufdrucken. Deswegen verwirrt mich das ja gerade. Ich denke mal, dass hier wirklich Max-Level bei jedem dieser Sachen 200 ist. Hier auch aufspürbar ab 200. Ich möchte natürlich nicht erst auf Level 200 kommen, bevor ich die nächste Folge mache. Aber ich werde gucken, dass ich hier ein bisschen hochlevel und dass ich dann dementsprechend passiv auch meinen Charakter natürlich damit weiter hochlevel. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich die Fische fange. Vielleicht mache ich das auch kurz vorher, bevor ich dann in das Gebiet gehe. Und ja, sonst haben wir ja leider nicht mehr allzu viel zu tun. Wir haben die Sachen schon angeguckt, was wir für unsere Fraktion machen müssen, beziehungsweise wie das Ganze so abläuft. Und wir haben schon gesehen, wie das aussieht mit diesen Einzeleinsätzen, wenn etwas in der Küche benötigt wird und so weiter und so fort. Das kann man dann einfach alles am Brett abgeben. Und ja, das wiederholt sich halt jetzt alles ein wenig. Deswegen, das Einzige, was wir jetzt aktuell noch offen haben, ist, dass wir mit Baljan Clark sprechen müssen. Ich weiß nicht mehr genau, weswegen. Das werden wir dann definitiv in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe inständig, dass das dann auch dazu führt, dass wir ja nochmal ein wenig weiter questen können. Weil bisher, muss ich sagen, ist es doch ein bisschen dürftig mit Quests. Also so viel war es noch nicht. Wenn ich da an die mehreren tausend Quests alleine in Teso denke, dann noch die Final Fantasy Quests, wo, keine Ahnung, wahrscheinlich auch an die mehreren tausend Quests drin sind. Ich weiß, das Spiel ist noch ganz neu. Ist ja Montag erst rausgekommen und ich sag auch nichts dagegen, wenn noch nicht so viele Quests drin sind, aber ja, man erwartet dann doch schon einiges mehr. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Ganze gelöst worden ist von Amazon, und ich hoffe wirklich inständig, dass uns da noch die eine Quest oder die andere Quest über den Weg läuft. Ich sag einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao!